Hallo und herzlich willkommen zu dem FDF-Messemagazin. Hier auf den Weilheimer Wiesen in Tübingen eröffnet gerade im Moment die 44. FDF-Messe. Aber sicherlich ist in den 18 Ausstellungshallen nicht nur für Familien etwas geboten, hier wird sicher jeder fündig. Außerdem lockt die Messe seit einiger Zeit mit Events und Sonderschauen und ich habe gehört, dass sich hier auf dem Gelände irgendwo ein echter Dinosaurier aus dem Film Jurassic World aufhalten soll. Den gehe ich jetzt mal suchen. Für die Familie. Die Endverbrauchermesse bietet jedes Jahr rund eine Woche lang die Gelegenheit, sich über neue Produkte und Trends zu informieren. Das Besondere an der Messe? Alles darf probiert und getestet werden. An jedem Stand wird nicht nur verkauft, sondern vor allem beraten. Besucher, die jedes Jahr auf der Messe sind, freuen sich besonders über ganz neue Produkte. Also grundsätzlich ist es so, dass wir viele treue Stammaussteller haben, die auch regelmäßig von den Besuchern aufgesucht werden. Wir sind als Messeveranstalter aber auch gefordert, immer da neue Firmen zu gewinnen für die Messe, weil das ist ja auch einer der Gründe, weshalb ein Besucher gerne auf solche Messen geht, dass er eben mal schaut, was gibt es Neues, wie kann man sich inspirieren lassen. Und da sind wir eigentlich das ganze Jahr auch immer bemüht, neue Firmen für die Messe zu gewinnen. Davon wollten sich auch Oberbürgermeister Boris Palmer, Regierungspräsident Tapeser und der Bundestagsabgeordnete Martin Rosemann bei einem Rundgang überzeugen. Denn neu mit dabei ist zum Beispiel der Stand in Halle 4 von Le Stoff. Die farbenfrohen Tücher kommen aus der Türkei und sind zu 100% aus Baumwolle. Sie sind besonders saugstark und schnell trocknend und benötigen in der Tasche oder im Koffer viel weniger Platz als ein normales Handtuch. Auch als individuell gefertigtes Firmengeschenk mit eigenem Logo eignen sich die Tücher von Le Stoff hervorragend. Das Thema Bauen und Renovieren sowie neueste Energietechniken bilden einen großen Teil der Messe. Aus alt mach neu, das sieht man immer wieder an Ständen wie diesem hier. Es muss ja nicht gleich eine neue Treppe oder eine nagelneue Küche sein, um sein Haus modern aussehen zu lassen. Mit Tricks vom Profi und den richtigen Materialien klappt das auch so. Plameco. Eine neue Zimmerdecke an nur einem Tag. Für jeden Raum, in jedem Stil. Mit Beleuchtung und Zierleisten. Genau nach Ihren Wünschen. Ohne Baustelle und ohne Schmutz. Plameco-Decken an einem Tag montiert. Besuchen Sie uns auf der FDF in Tübingen, Halle 12 oder unsere Deckenschau vom 9. bis zum 11. März bei Ihrem Plameco-Fachbetrieb Steiner in Trochtelfingen. Wer erst noch bauen möchte und auf der Suche nach Anregungen ist, stolpert spätestens in Halle 15 über ganz besondere Häuser. An dem Stand von Busso Preuß fallen den Besuchern sofort die Bilder der vielen Traumhäuser aus Holz ins Auge. Die finnische Firma Polar Life House bietet Massivholzhäuser in den verschiedensten Farben und Formen an. Der Architektur scheinen hier keine Grenzen gesetzt. Es ist bei uns so, dass der Kunde sich grundsätzlich diese Häuser ganz individuell vorstellen kann. Wir bekommen da sehr interessante Architektenvorschläge, wie Sie das zum Beispiel an diesem Haus sehen können. Standardmäßig in Deutschland und im Schwarzwald und in Baden-Württemberg laufen mehr so Kategorien in dieser Art. Da es sich bei dieser Bauweise nicht um eine Rahmenbauweise wie bei vielen anderen Holzhäusern handelt, sondern um massives, dickes Holz, ist dies auch ein Vorteil für das Raumklima im Haus. Das kommt daher, weil das Holz die Eigenschaft hat, Feuchtigkeit aufzunehmen und Feuchtigkeit auch wieder abzugeben. Das Holz strebt eine sogenannte Ausgleichsfeuchte an. Das heißt also im Sommer, wenn es heiß ist und schwül und es klebt auf der Haut, dann nimmt das Holz aus dem Innenraum die Feuchtigkeit auf. Im Winter kippt das Ganze. Das heißt, im Winter haben wir es dann so, wir haben kalte Temperaturen, wir haben niedrige Luftfeuchtigkeit. Wir Menschen merken das auch wieder. Es kratzt im Hals, die Nase ist trocken. Ja, früher haben wir Wasserbehälter an die Heizkörper gehängt, damit es wieder passte. In der Zeit gibt das Holz jetzt diese Feuchtigkeit wieder ab. Der Feuchtigkeitshaushalt wird in einem Massivholzhaus so hervorragend reguliert. Das Klima ist besonders für empfindliche Menschen und Menschen mit Asthma oder Allergien geeignet. Eine Schimmelbildung ist unter diesen Bedingungen fast unmöglich. Auch die Temperatur passt sich der regulierten Luftfeuchtigkeit gut an. So ist es im Sommer in einem Holzhaus nicht etwa wärmer, sondern angenehm kühl. Im Vergleich zu einem Steinhaus ist der Hausbau auch deutlich schneller. Denn nach dem Fassadenaufbau kann direkt weitergearbeitet werden, denn Trocknungszeiten sind überflüssig. Die Außenwand ist zudem auch schlanker als eine gemauerte Wand.
In der mitteleuropäischen Region eignen sich übrigens am besten Fichte und Kiefer zum Hausbau. Doch nicht nur eine tolle Optik, ein perfektes Klima und der schnelle Ausbau überzeugen die Kunden. Bei Polarleifhaus ist es also ganz wichtig, dass wir darauf hinweisen, wir kaufen das Holz ein, wir schneiden es selbst zu, wir trocknen es selbst und wir fertigen daraus dann die Profile aller Variationen, ob rund, ob eckig, das spielt also keine Rolle. Dieser ganze Prozess vom Einkauf bis zur fertigen Bohle ist bei uns CE zertifiziert. Im Gegensatz zu anderen Firmen ist bei Polarleifhaus dabei der komplette Prozess zertifiziert und nicht nur einzelne Arbeitsschritte. Das hochwertige Holz aus Finnland hat außerdem auch eine sehr lange Lebensdauer. Eine lange Lebensdauer hat auch der allseits beliebte Thermomix. Da ich selbst gerne koche, habe ich mir das Wundergerät am Vorwerkstand einmal erklären lassen. Wiegen, mixen und kochen, das ist nur ein kleiner Teil der Thermomix-Fähigkeiten. Die Nachfrage nach dem Tausendsasser ist nach wie vor hoch. Thermomix gibt es seit September 2014, dieses TM5-Modell, unser absolutes Highlight im Moment. Und da hatten wir so einen Hype am Anfang, dass wir oft bis zu über einem Vierteljahr Zeit Lieferzeit hatten. Und das ging jetzt natürlich etwas zurück. Wir haben ganz viele abgearbeitet und jetzt sind wir wieder auf dem normalen Niveau. Dass wir einfach sagen, wir haben immer noch einen Umsatzanstieg im Vergleich zu vor diesem Hype. Also nach wie vor ein tolles Gerät. Der Thermomix ist mit einer modernen Technologie ausgestattet, sodass ich via Handy oder Tablet mein Rezept aussuchen und es direkt an das Gerät schicken kann. Nur noch die richtige Menge an Zutaten hinein und fertig ist das gewünschte Gericht, wie zum Beispiel einen Brokkoli-Rohkostsalat, der mir außerordentlich gut geschmeckt hat. Zum Probieren findet sich fast überall etwas, von ungarischer Salami und mediterranen Oliven über knallbunten Käse aus Aix-en-Provence sowie getrockneten Früchten bis hin zu heimischen Honig aus der Region von der Imkerei Gerhard Kasper. Nach so viel Nascherei finde ich in Halle 3 schnell eine passende Betätigung, um unnötige Kalorien wieder loszuwerden. Auf einem sogenannten Thermofitboard werden nicht nur Kalorien sanft weggeschüttelt, sondern die Schwingungen trainieren auch die innere Muskulatur. Außerdem wird die Haut dabei auch noch gelockert. Während ich also weiter durch die Ausstellungshallen schlendere, ertönt plötzlich Musik. Am Stand vom Musikhaus Beck höre ich zwar, dass jemand Klavier spielt, aber der passende Spieler dazu ist nicht in Sicht. Herr Traub, jetzt spielt das Klavier hier ja ganz alleine. Was hat es denn da auf sich? Das ist eine Neuheit von Yamaha, das CSP. Das soll im Prinzip alles ermöglichen, was bisher ein sehr, sehr komplexes Piano quasi gleich einem Keyboard konnte. Jetzt in sehr einfacher Form hier darbieten und dass man eben gleichzeitig noch mit dem iPad das Ganze steuern kann. Und ich kann eben hier, wie man da auch sieht, zum Beispiel mir Lieder anzeigen lassen. Da gibt es ganz viele verschiedene, eine riesige Bibliothek und kann die eben dann mir hier, das sieht man auch, da laufen solche roten und blauen Lichter runter, kann ich mir das anzeigen lassen und kann auch als Nicht-Pianist entsprechend das Ganze erlernen. Nach dem Prinzip Malen nach Zahlen oder SingStar Klavierspielen lernen oder vielleicht doch via iPhone den Türspion ersetzen, die digitalen Möglichkeiten werden immer größer. Was ist denn an dem alten Spion quasi auszusetzen oder was bringt mir jetzt dieses iPhone im Unterschied zum normalen Spion? Dieser Spion hat einen Vorteil, dass zum einen man von all oder mit jeder Größe durchgucken kann. Wenn man jetzt unterschiedlich große Personen im Haushalt hat, dann kann man trotzdem für jeden durchschauen. Und zum anderen sieht man nicht mehr von außen, dass hier eine Klappe oder sowas bewegt wird. Somit weiß der, wo der vorsteht, nicht, dass jetzt jemand zu Hause ist. Und ich konnte noch mehr an dem Stand der Gebrüder Bader GmbH in Halle 12 lernen. Wie leicht es ist, ein Fenster ohne einen speziellen Einbruchschutz zu öffnen, durfte ich gleich selbst ausprobieren. Durch dieses praktische Beispiel wird schnell klar, dass ein Fenster ohne Einbruchschutz nicht sehr sicher ist. Die Variante mit Einbruchschutz habe ich natürlich nicht aufbekommen, dank Spezialköpfen, die alles verriegeln. BS Tankanlagen GmbH. Seit über 25 Jahren steht unser Name für Qualität und Service in der Region. Auch dieses Jahr stehen wir Ihnen wieder auf der FDF in Tübingen mit Rat und Tat zur Verfügung. Ob eine neue Heizöltankanlage, Sanierung oder Demontage oder eine Photovoltaikanlage, professionell geplant. Unser Team freut sich auf Ihr Projekt. BS Tankanlagen GmbH.
Nach so viel Action findet sich auf der FDF aber auch immer mal ein Plätzchen, um sich kurz auszuruhen. Da fällt mir ein, ich habe den Dinosaurier aus Jurassic Park noch nicht gefunden. Im Außenbereich gibt es neben leckeren kulinarischen Angeboten auch viele Beschäftigungsmöglichkeiten für die Kleinen. Ist das vielleicht der Dino? Leider nicht. Aber etwas anderes Grünes befindet sich mitten auf dem Messegelände und sorgt auch bei mir für Interesse. Die Flugschule Schwarzwaldcopter hat hier einen Tragschrauber ausgestellt. Inhaber Stefan Kaiser erklärt, um was für ein Fluggerät es sich hierbei handelt. Ja, das ist also wie gesagt ein Tragschrauber. Kommt in die Kategorie Ultraleichtflugzeuge, also mit Abfluggewicht 500 Kilogramm und dürfen nur 2 Personen mitfliegen, dürfen nur am Tag fliegen. Das Besondere an dem Tragschrauber ist, man hört schon am Schrauber, ähnlich wie ein Hubschrauber, hat es einen Rotor und keine Fläche. Der Unterschied zum Hubschrauber ist, dass er der Rotor gar nicht angetrieben ist beim Hubschrauber, sondern er wird rein durch den Wind, wie es Natur beim Ahornsamen, durch den Wind angetrieben und ist dementsprechend dann autark gegen Motorausfälle. Kaiser, der als Hubschrauberpilot arbeitet, schätzt an den Tragschraubern vor allem die gute Sicht beim Fliegen. Die Schule bietet neben dem Erlangen eines Flugscheins auch Schnupper- und Charterflüge an. Einen Schein brauchen Verbraucher für das hier ausgestellte Produkt zwar nicht, aber immer mehr alte Öfen müssen per Gesetz ausgetauscht werden, um den Standards zu entsprechen. Gut beraten sind Messebesucher am Stand vom Kachelofenstudio Iwanek in Halle 7. Herr Iwanek, jetzt haben wir ja heute kalte Temperaturen draußen, zum Glück ist die Sonne aber rausgekommen, wir müssen die Öfen nicht anmachen. Aber was bieten Sie denn hier den Besuchern auf der FDF? Also wir versuchen auf der FDF alle Besucher, die da sind, die neue Öfen möchten, die auch zum Teil durch das Bundesemissionsschutzgesetz die Öfen tauschen müssen, zu informieren, wann ihr Ofen raus muss, wegen Feinstaub, CO2. Und man muss eins dazu sagen, die neuen Öfen haben heute auch alle über 80% Wirkungsgrad. Also wir haben jetzt nicht einen Ofen, der jetzt neu ist, sondern alle Öfen sind eigentlich neu geprüft und haben heute ein sauberes, gutes Verbrennen und effektives Verbrennen. Zum Thema Sauberkeit lassen sich auf der Messe viele tolle Dinge finden, wie zum Beispiel ein spezielles Putztuch aus Bambus, diverse Staub- und Wischgeräte, aber auch pfiffige Heizkörperreiniger wie diese hier. Dass für eine Zentralheizung auch Holz statt Öl verwendet werden kann, erfahre ich am Stand von Renergy Systems. Wir suchen die besten Systeme, wo es auf dem Markt gibt und kombinieren die. Und diese Kombination ergibt dann unsere Scheitholzkessel, Pelletanlagen oder die Verbindung Photovoltaik mit Photovoltaikstrom heizen. Das jeweilige System wird dabei an die Möglichkeiten beim Kunden vor Ort angepasst. Die Vorteile von Holz statt Öl liegen dabei für Lukas von Berg klar auf der Hand. Ja, ich habe natürlich beim Holz billigere Rohstoffe, nachwachsende Rohstoffe. Das heißt also, mein grüner Hintergedanke ist natürlich vorhanden und mein Verbraucher ist natürlich nicht von der großen Öllobby, will ich mal sagen, abhängig, sondern er kann sein Produkt vor Ort kaufen. Ein grüner Hintergedanke schadet unserer Umwelt jedenfalls nicht. Bei anstehenden Fahrverboten und Luftreinhalteplänen bieten auch E-Bikes eine tolle Alternative. Doch was, wenn ich Dinge transportieren möchte? Andreas Otterbach, Verkäufer im Tübinger Fahrradladen Rad und Tat, stellt ein ganz besonderes Rad vor. Das Lastenrad, das wir jetzt hier sehen, hat eine ganz große Bandbreite an Nutzungsfaktoren. Wir können es A nutzen, einmal für Kinder zum Beispiel, gibt es das mit einer Einlage, Kinderbänke, können wir 4 Kleinkinder transportieren. Transportieren klingt ein bisschen sachlich, aber das ist dann mit diesem Aufsatz, was wir jetzt gerade hier hinter mir sehen, ganz schön. Oder wir können es auch eben für Handwerker nutzen, die jetzt zum Beispiel in der Tübinger Innenstadt mit einem eventuellen kompletten Fahrverbot Werkzeuge transportieren können und so die Kunden noch beliefern können. Die Zuladung ist bis 100 Kilo möglich. Preislich liegt das Lastenfahrrad bei 6.000 Euro aufwärts. Allerdings gibt es für gewerbliche Nutzer Vorteile. Bei den Lastenrädern haben wir sogar den Vorteil, dass sie vom Land bezuschusst werden. Bei den Rädern haben wir zum Beispiel, liegt es bei ca. 3.000 Euro, wo wir da einen Zuschuss haben, wenn man das jetzt als Kleinunternehmer zum Beispiel sich anschafft. Während ich weiter auf der Suche nach dem Jurassic Park Dino bin, begegnen mir immer wieder viele nützliche Dinge, wie kratzfeste Pfannen und Töpfe, allerlei Küchenutensilien wie Messer, Schneebesen und Ausstecherle, aber auch Schmuck oder buntes Geschirr aus Marokko.
Hier werden außerdem auch marokkanische Birkenstock angeboten. Und dann entdecke ich einen Stand, der mit seinem Produkt ebenfalls zum ersten Mal auf der FDF-Messe vertreten ist. Die sogenannte Vitaminbombe von der Fensterbank lockt viele Besucher an den Stand von Friedrich Krieser. Über 400 Saaten bietet er hier an. Was ich mich spezialisiert habe, ist mit Keimsprossen zu arbeiten. Das ist Saatgut, es werden diese Keimgeräte eingelegt. Und innerhalb zwischen 4 und 6 Tagen hat man hier hochvitaminreiche Kost, die man zum Butterbrot, auf ein Käsebrot, Frischkäsebrot, auf ein Wurstbrot, auf ein Steak, in eine Suppe, in eine Soße, in ein Müsli, je nach Geschmacksrichtung kann man das dazu machen. Gesünder geht es kaum. Reines Bio-Saatgut und Wasser, da können auch die Wurzeln und das Korn mitgegessen werden. Und der Geschmack ist intensiv. Messebesucher können beim Geschmackstest schnell ihre Lieblingssprossen identifizieren. Der Senf schmeckt wirklich nach Senf und richtig scharf. Und dann das andere, was war das nochmal? Radieschen. Schmeckt wie Radieschen. Der Keimsprossen- und Saatenstand befindet sich in Halle 5. Die Vielfalt der Messe ist überwältigend. Immer wieder finden sich große und kleine Highlights. Groß ist auch der Stand von Dietmar Freier. Für seine Massivholz-Gartenmöbel beansprucht der Berliner viel Platz. Jetzt sehen die Möbel ja relativ unbehandelt aus. Also aus was für einem Material sind die? Brauchen die denn keinen Schutz oder eine Lasur oder irgendwas? Ja, wie schon gesagt, wir bauen die Möbel im Prinzip aus Eiche, was man hier vorne sieht. Der Dunkle ist im Prinzip Kiefer erflammt und grundiert. Und wir behandeln die Maren es nicht vor, weil manche Kunden wollen die hellbraun, dunkelbraun, manche lassen die Natur. Und da haben wir die Erfahrung, dass der Kunde eben dann selber entscheiden kann, wer die haben möchte. Deshalb bieten wir die erstmal roh an. Können natürlich auf Bestellung gehen, auch die gerne behandeln, überhaupt keine Frage. Und wie sollte es auch anders sein? Auch ein Holzpflegeöl ist auf der Messe zu finden. Dann wird es plötzlich tierisch. Hier muss doch sicher auch mein Dino in der Nähe sein. Und tatsächlich, ich habe das Jurassic Park Gehege endlich gefunden. Mit der Titelmelodie des Films und den Originalrequisiten kommt schon etwas Abenteuerlust auf. Angst hat hier aber niemand. Ja, liebe Zuschauer, für mich geht hier ein spannender Tag auf der FDF-Messe zu Ende. Und ich hoffe, Sie haben einen Überblick bekommen über die Vielfalt der Produkte hier. Und wenn Sie noch jetzt Lust bekommen haben, selbst vorbeizuschauen, haben Sie noch bis zum 4. März Zeit. Ich habe letztendlich doch noch meinen Dino gefunden hier im Jurassic Park Gehege.